Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Stardew Valley auf meinem Kanal. Wir haben Montag, den 8. Herbst, glaube ich, oder? Und ich möchte mal lieb den Daniel grüßen, der mir immer fleißig Kommentare schreibt und während seiner Mittagspause immer meine Folgen anschaut. Und auch alle anderen, die hier schauen, zuschauen, liken, kommentieren. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und wir gucken doch gleich mal, was jetzt hier der Wetterbericht sagt. Was haben wir denn? Es wird wolkig mit Windböen den ganzen Tag hindurch. Also zumindest schon mal keine Blitze, das ist schon mal ganz gut. So, jetzt habe ich eben gerade gucken müssen, ob ich mein Mikrofon überhaupt anhabe. Oh Gott. Wahrsage. Oh, ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel. Die Geister sind heute sehr glücklich. Oh, das ist aber nice. Und was sagt der Leben vom Land? Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Es ist Brombeerenzeit. Die Büsche des ganzen Landes strotzen nur so vor reifen Früchten. Geh einfach nach draußen und sieh selbst. Das ist super, weil die kann man dann brocken. Tiger ist mal wieder mega faul, aber Tiger darf auch gerne heute drin bleiben. Es ist nämlich, ja, Mistwetter. So, was haben wir denn? Hallo, es ist gerade Brombeerenzeit. Die Büsche sind voll von ihnen. Ich würde auch gerne ein paar pflücken, aber ich habe meinen Korb verloren. Kannst du helfen? Ja, ich weiß auch schon, wo der Korb ist. Ich dachte eigentlich, dass das mit den Lachsbeeren waren, aber scheinbar war das tatsächlich mit den Brombeeren erst. Die sind ganz wichtig. Die geben nämlich richtig viel Asche später. Da haben wir einen einzigen Mais. Die können wir alle ernten, das ist super. Flup. Flup. Ich glaube, da haben wir es doch geerntet. Der Mais ist... Der hier ist reif. Der Apfel ist reif. Das ist super. Oh Gott, mir fällt gerade ein. Also ich habe jetzt eine Woche nicht aufgenommen. Es ist genau eine Woche her, wo ich aufgenommen habe, das letzte Mal. Das heißt, ich habe auch letzten Sonntag alles hochgeladen. Alles, was gegangen ist. Und... Jetzt muss man Obacht. Machen wir es so. Wir hatten für das eine... Nutzpflanzen, Herbst haben wir. Brauchen wir nur noch Kürbis und Süßkartoffel. Tier haben wir nichts mehr. Und genau, sammeln Winter. Und was war das andere noch? Ne, das war Fische. Tresor. Koch möchte ein Rührei oder ein Spiegelei. Bei uns gab es halt früher auch Spiegelei und... englischen Speck, also nicht den Frühstücksspeck, den amerikanischen, sondern englischen. Der schmeckt ein bisschen, wie hat mein Verlobter gesagt, so nach Kassler. Kassler trifft es ganz gut. Also sag mal, relativ neutral, der zieht sich auch nicht so zusammen. War ganz lecker eigentlich, mal wieder anderes Frühstück. Aber so jeden Tag bräuchte man es jetzt auch nicht. Das haben wir schon gesagt, also ab und zu ist das ganz toll, aber jeden Tag Speck und Eier und sowas könnte man jetzt auch nicht machen. Das kommt nämlich dann irgendwann wortwörtlich bei die Ohren raus. So, jetzt pass mal auf. Ich glaube, Äpfel brauchen wir keine mehr. Wir müssen unbedingt mal weitere Kiste machen irgendwie. Ah, wir haben ja hier, glaube ich, noch eine Kiste. Dann haben wir die auch noch schwarz. Haben wir da auch schon welche drin? Da haben wir noch einen Apfel drin. Und da haben wir von denen Bären noch nichts drin halt. Dann hauen wir das da rein. So, dann gucken wir mal nach unseren Hühnchen. Brock. Ja, genau. Jetzt ist auf jeden Fall heute Sonntag und ich nehme wieder fleißig auf, weil ich weiß immer nicht, wie unter der Woche dazu kommt. Es ist eher immer gerade schlecht, beziehungsweise sporadisch oder dann habe ich einfach keine Lust, wenn ich mal Zeit habe. Das kennen bestimmt viele von euch. Wenn sie Zeit hätten zum Zocken, dann haben sie keine Lust. So. Jetzt weiß ich gerade, ob wir weißes und braunes Ei schon haben bei Tier. Pass mal auf, das war... nein, hier. Nee, da. Genau, das sind nur die Winter. So. Tier. Doch, weißes und braunes Ei haben wir schon. Das ist super, dann können wir die zwei nämlich verkaufen. Wobei, wir könnten einfach... Ich glaube aber, dass wir noch gar kein Rezept haben für Spiegelei, oder? Doch, wir haben tatsächlich schon ein Rezept. Ich gucke jetzt nur schnell, ob das bei dem Koch... am schwarzen Brat... Okay, war Spiegelei. Gut, dann machen wir jetzt schnell ein Spiegelei. Dann haben wir das nämlich auch schon. Super. Yay. Dann können wir das nämlich auch zu den Dingen bringen. Hm, jetzt schön mit Wasser. Voll geil. So. Ja, ich muss nachher auch unbedingt noch Sims schneiden für Simster Stories. So viele Brombeeren. Das ist ja voll geil.
heißt, wir machen jetzt einen Brombeersuchtag. Pass mal auf. Da haben wir auch noch. Aufsammeln. Nee, aufsammeln. Wahrscheinlich wieder mit meiner Maus los. Ah, ihr habt die Maus nur auf. Doch. Doch, passt schon. Dachte jetzt, ich hatte die DPI nur runtergestellt, weil ich habe ja letztens ein Video, ein Minecraft-Flugvideo mehr oder weniger gemacht und da habe ich dann die DPI ein bisschen runtergestellt, damit es immer nicht so schnell die, ja, die Optik verzieht in dem Video. Das schaut dann nicht blöd aus, wenn du nämlich kurz die Maus tippst und dann ziehst du deinen Blick schon irgendwo hin, so 5 Kilometer weiter in die Ferne. Ist ein bisschen doof, deswegen... Ach du Heilige, ich hatte vergessen, dass wir hier auch noch Felder haben. Hui, 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 hui. Ja, zumindest müssen wir die heute schon mal nicht gießen. Das ist super. Jetzt haben wir hier den Kiefernteer. Nein, das ist nicht der Kiefernteer, das ist das Eichenharz. Und den brauchen wir für irgendwas noch. Da habe ich was im Kopf. Ich habe was im Kopf. Haben wir da nicht schon einen reinen? Einen rein? Doch, Eichenharz haben wir schon rein. Das war... Eichenharz war, glaube ich, auch für den... Nee. Für irgendwas im schwarzen Brett. Der braucht Ahornsirup. Ahornsirup kriegt man, glaube ich... Boah. Ihr fragt mich Sachen. Färbemittel. Die will nur eine Gänsefeder und einen Rotkohl. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Der möchte den Pilz... Den Kaulbarsch und diese komische Ding. Und der möchte den Eichenharz. Genau, und einen haben wir aber jetzt hier in der Kiste, wenn ich das richtig gesehen habe. Jo, das heißt, wir brauchen einen für irgendwas zum Herstellen. Das Fass war es, genau. Heieiei, ich habe nur gewusst, wir wollten irgendwas damit machen. Ich war mir aber nicht mehr sicher, was. So, dann haben wir jetzt... Wieso zur Hölle habe ich hier Mayonnaise und ein Ei drin? Warum? Und warum habe ich hier ein Gelee drin, ein fertiges? Wieso habe ich das nicht verkauft? Ein Kupfer, ein Eisen, oder? Und Holz. Habe ich das Richtige im Kopf? Nein, das war falsch. Hier. Juhu! Das heißt, wir können jetzt Bier brauen. So, jetzt brauchen wir eine Hefe. Nein, das war falsch. Nicht eine Hefe, ein Hopfen. Das Hopfen gilt hier als Gemüse. So, dann können wir Pams Bier endlich brauen. Dann ist die Gute endlich glücklich. So. Anscheinend habe ich das einfach mal irgendwann reingeschmissen. Was eigentlich total schwachsinnig ist. Halt, warte mal. Die Gewürzbeere geben wir gleich in Dinos. Und das Holz packen wir aber noch weg. Weil das brauchen wir jetzt nicht. So. Die packen wir jetzt einfach mal da unten hin. Die lassen wir da oben. Warte mal, haben wir nicht schon? Ah, nee, okay, wir können den nächsten Tag... Ah, es ist Montag, genau. Wir können wieder Geschenke machen. Freudige Geschenke, Geschenke, Geschenke. Da werden sie sich aber freuen, die zwei. Jetzt pass auf. Gut, Gott sei Dank. Eine Haselnut, juhu! So, da haben wir auch noch... Oh, okay. Stein. Toll, super, geil, Stein, yay. Kommt's nachher, meine lieben Blaubeeren. Oh Mann, da sind echt viele. Habe ich da irgendwelche übersehen? Ich weiß es nicht. Das sind echt Matsch. Ganz viele. So, schauen wir mal. Wo ist der liebe Linus? Ist der liebe Linus in seinem Zelt? Wir sammeln Linus eh alles weg. Hallo Linus. Ich habe die Höhlen weit erkundet. Sie hüten ein paar Geheimnisse. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Bitte dir. So, ach, da oben sind auch noch welche. Da sind auch welche. Juhu. Ja, genau. Oh Mann. Ich wollte eigentlich schon lange mal wieder streamen, aber es ist gerade so, ich bin jetzt gerade dabei, hier mein Büro endgültig mal richtig einzuräumen. Und muss irgendwie alte Unterlagen noch sortieren von teilweise 2016 oder so, wo ich das letzte Mal Unterlagen sortiert habe. Irgendwann habe ich alles bloß noch auf den Haufen geschmissen. Und das rächt sich halt jetzt. Und jetzt muss ich das alles mal durchsortieren, also alle Ordner neu sortieren. Und jetzt schaut es hier gerade aus, ohne Ende. Und das möchte ich jetzt bald mal machen.
Beziehungsweise habe angefangen und bin da auch dabei. Gestern wollte ich dann noch weitermachen, bin dann aber zu einer Freundin zu Besuch gefahren und dann ist es auch nichts mehr geworden. Und ja, wenn du Glück hast, siehst du bei diesem Wetter einen Frosch. Ah ja, das mag ich am liebsten. Woher weißt du das? Tihi. Genau, und jetzt muss ich halt hier den ganzen Zinnober mehr oder weniger aussortieren und rum und num sortieren und oh, es ist halt. Oh. Es ist zum Teil halt echt eine Katastrophe. Weil ich halt auch gern irgendwo mehr Zeit für Dinge verbringen oder mehr Zeit mit Dingen verbringen würde, die halt echt Spaß machen. Dokumente sortieren macht halt jetzt nicht wirklich Spaß. Ihr kennt das ja. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, das macht, hey, juhu, Dokumente sortieren macht mega Spaß, yay. Deswegen. Aber hier guckt's aus. Ich habe überall so Stapel angefangen, so hier ein bisschen, hier da Autoversicherungen, da Steuerbescheide, da dies, da jenes und so weiter und so fort. Also mache ich gerade so Stapel und dann muss ich sie nacheinander halt absortieren. Und ja, ich sortiere das halt nicht einfach so rein, sondern gucke dann immer nur aufs Datum, dass es einigermaßen passt. Nach der Reihenfolge und ja, sehr schön natürlich. Man muss halt echt dazu sagen, es dauert seine Zeit. Aber wie gesagt, jeder, der erwachsen ist, der kennt den Zinnober. Das sind halt so Dinge, da wird in der Schule nicht drauf vorbereitet. So, dann haben wir hier noch eine Häselnut. Oh, das ist auch noch eine Häselnut. Ah ja, stimmt, die gehen ja jetzt. Yay, das habe ich doch fast vergessen. Ich habe es nicht nur fast vergessen, ich habe es vergessen. So, da ist nämlich Linus sein Korb. Tada, du hast etwas gefunden. Bärenkorb. Linus sucht bereits danach. Dann bringen wir dem Guten mal seinen Korb zurück. Lalalalalalalala. Bin ich da jetzt schneller? Ich glaube nicht, aber. Nicht wirklich, aber wir können die Bären hier oben nur abfrühstücken, falls hier noch irgendwo welche reif sind. Ah, da sind zum Beispiel welche reif. Siehst du? So, dann bringen wir Linus mal seinen geliebten Korb zurück. Oh, da ist er ja. Mein Korb, danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Bitteschön. That's very nice. Pass mal auf. Packen wir da jetzt mal weg. Oh, die gibt sogar ein bisschen Ding. Gesundheit. Das ist ja nicht schlecht, ne? So. Dann schauen wir mal. Gucken wir doch mal in die Mine, wenn schon so gutes Wetter ist. Gutes Wetter. Naja. Gutes Wetter ist relativ. Aber wenn Glück ist, dann sind nicht so viele Mobs unterwegs. Ich mach den nieder. Okay. Dauert manchmal leider ein bisschen länger als geplant. Wir müssen unbedingt mal noch gucken. Die Feuergeoden haben wir, die haben wir, glaube ich, alle aufbrechen lassen, gell? Da war was. Da waren wir, glaube ich, nur beim Schmied, wenn ich mich richtig erinnere. Hui! Oh, wieder eine gefunden. Das ist very nice. Das freute mir. Natürlich, wie immer. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo die Ding finden. Die Treppe. Flupp. Einen Haufen Stein, den können wir dann immer zum Bauen brauchen. Irgendwann mal, ich möchte ich schon mal so Steinfarm machen. So Slimefarm wollte ich sagen. Weil so Slimefarm selber habe ich jetzt eigentlich noch nie gehabt. Die habe ich wirklich noch nie gebaut, ne? Kein einziges Mal, also in keinem von meinen Durchgängen. Und ich habe ja jetzt schon. Puh, ist das der dritte Durchgang? Der vierte Durchgang? Wo es wirklich komplett spielt? Ich habe keine Ahnung. Also es ist wirklich. Ich spiele es nicht zum ersten Mal durch und das merkt man halt einfach auch. Das hat einen gewissen Wiederspielfaktor, weil halt immer wieder was Neues rauskommt und einfach so auch einfach, weil du denkst dann so, ja, das nächste Mal mache ich es so oder ich probiere es anders oder dies oder jenes. Und das ist ganz cool eigentlich. Da kann man es dann immer wieder spielen. Oh, Gold. Oh, Amethyst. Oh, Eisenohr. Glück heißt halt auch, dass da teilweise zwei Erze oder zwei Steine rauskommen können.
So, jetzt haben wir es nieder gemacht, dann können wir da gleich weitermachen. Ja, jetzt muss ich dann heute noch. Sims habe ich letztes Mal schon viel aufgenommen, aber ich bin halt dann nicht zum Hochladen gekommen, beziehungsweise ich hätte hochladen können, das Problem war. Eine Folge dazwischen war natürlich dann wieder mit 17 Minuten und ja, noch muss ich ja schneiden. Und ist nichts mit 17 Minuten Videos. Ja, dann war das halt ein bisschen blöd. Dann dachte ich mir so, ja, jetzt muss ich halt wieder schneiden und kostet dich wieder Zeit und dann kannst du es halt dann nicht hochladen. Klar, weil es verzögert sich ja dann. Wir essen einfach mal die Haselnut. Eieiei, komm. Machen wir die Haselnut nieder. Und dann packen wir uns hier die Blaubeere. Wobei, die können wir auch hinpacken erstmal. So, was wollte ich? Ich wollte die Spitzhacke. Weil Goldohr. Goldohr brauchen wir immer noch. Beziehungsweise können wir immer brauchen. Finde ich, denke ich, wird so sein. Ich schaue bloß, ob wir hier nur irgendwo was haben, was wir brauchen können. Oh, eine Omniode. Das sind jetzt auch die Steine noch härter hier unten. So. Aber hier ist jetzt nichts wirklich. Ach nee, nicht wirklich. Dann gehe ich wieder zurück zu meiner Leiter, die ich ja bereits gefunden habe. Und dann schaffen wir vielleicht nur bis Level 90. Ich glaube, 110 Level gibt es bei dieser Mine. Ich wollte gerade sagen, wir hatten doch hier irgendwo gerade vorhin eine Leiter. Ich glaube, 110 Level gibt es hier. Und ich glaube, in der einen Mine waren es, glaube ich, 100. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich muss bloß schnell genug schlagen, damit die Viecher mich nicht erwischen. Die können einen auch einen Buff versetzen. Und zwar, ich glaube, da gab es 140 Level oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Und ich weiß aber auch nicht, ob die neuen Mobs jetzt hier in der Mine sind oder ob die neuen Mobs in der anderen Mine sind, in dieser Wüstenmine. Ich habe keine Ahnung. Lass uns echt überraschen. Jedenfalls muss ich jetzt echt mal gucken, ob ich jetzt den anderen Channel schon aktivieren kann. Oh nein, Inventar ist voll. Ernsthaft. Da werden wir definitiv den Harz wegschmeißen. So, ja, genau. Wow. Brauchen wir nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich gerade gesagt habe. Nein. Oh Gott, das ist wieder super, wenn man nicht mehr weiß, was man gesagt hat. Oder was man sagen wollte. Das ist echt das Geilste. Oh nein, jetzt kommen Mobs. Habe ich schon eine Treppe gefunden? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich hatte schon zwei Treppen gefunden. Gut. Dann flüchten wir einfach mal. Und jetzt essen wir mal schnell ein Tortilla. Oder essen wir beide. Je nachdem. Essen wir beide. Also ein Level möchte ich gerne schon noch schaffen. Level 90. Die Musik. Normalen Quarz hat man schon im Inventar. Das ist sehr von Vorteil. Ja, es wäre natürlich sehr schön, wenn wir jetzt hier irgendwie schnell eine Leiter finden würden. Ah, da ist eine. Gut. Dann haben wir zumindest das Level noch. Das ist aber nur Quarz. Den muss ich natürlich mitnehmen. So, dann haben wir jetzt Level 90 gefunden. Das ist super. Obsidian. Du hältst Obsidian-Scheide. Ach ja, wir haben den Ding gegessen, gell? Das ist super. Dann gehen wir ins Level 0. Und dann fahren wir nach Hause. Eine Bushaltestelle. Wir könnten zwar jetzt bis 1 Uhr oder so durchmachen, aber nee. Nee. Muss nicht sein. Dann packen wir die Geoden gleich mal wieder hier in unsere Kiste. Magma, die hier. Einen kriegt immer nur Gunther. Einen haben wir schon in Ding geben. Diese komischen Essenzen. Pass mal auf. Gold könnte man eigentlich wieder brutzeln, gell?
Genau, tun wir wieder ein bisschen Gold brutzeln. Dann haben wir das, 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 das und das. Und das Schwert hier, das hat 22 und das hat 30. Okay, dann ist das definitiv das neue Schwert und das andere kommt in die Kiste. Hühnchen haben wir heute gefüttert. Ja, ich habe jetzt gerade echt überlegen müssen. So, dann tun wir hier mal mischeln. Und haben wir noch irgendwas? Ja, wir haben das noch im Inventar. Ja, passt. Tja, dann würde ich sagen, dass wir schlafen gehen. Tiger ist auch schon hier. Ich glaube, viele haben wir jetzt heute nicht verkauft, aber das ist ja nicht so schlimm. So. Oh, Minenarbeit, Stufe 6. Einmal Spitzhacken-Effektivität plus 1. Und dann neues Erscheinungsrezept Bombe. That's nice. So, dann haben wir jetzt 1599. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge mit rein. Und dann schauen wir mal, was wir so in der nächsten Folge machen. Und ich sage bis dahin Ade, Wasche und danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.